Die NATO entsendet einen maritimen Verband in die Ägäis. Das ist eine Initiative unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Verstärkung der EU-Außengrenze und zur Bekämpfung der Schlepperkriminalitäten. Der Marineverband wird mit einer Aufklärung ein klares Lagebild erstellen, um die Schleuserkriminalitätsbewegung zu beobachten und zu bekämpfen und gleichzeitig in Seenot geratene Flüchtlinge an die Türkei zurückzugeben. Zusammengefasst, Angela Merkel hat erreicht, dass die EU-Außengrenzen stärker geschützt werden, dass mit der Aufklärung die Schlepperkriminalität bekämpft wird und die Flüchtlinge, die in Seenot geraten, zurückgebracht werden in die Türkei, um dort sicher aufgenommen zu werden.